Boah, Alter, dieses Auto ist doch... Ja, Freunde, heute mal direkt vom Moped. Ich dachte heute mal ganz spontan. Es macht mega Bock. Das letzte Video ging einfach nur komplett durch die Decke, Freunde. Es muss ja nicht immer krass geplant sein, kann ja auch mal was Chilliges sein. Und ich dachte mir einfach, heute letzter Tag, schönes Wetter. Ja, vielen, vielen Dank für diese unglaubliche Liebe, vor allen Dingen bei dem letzten Video. Das ist einfach nur geisteskrank, wirklich. Es macht einfach Bock, Freunde. Alter, wenn ich Spaß habe, habt ihr Spaß. Und ja, es ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Deswegen machen wir da weiter. Ein kleines Thema noch für dieses Video ist auf jeden Fall Winterprojekte. Wir machen da auf jeden Fall im Winter eine kleine Videoreihe raus. Ich möchte es komplett zerlegen, alles wieder schick machen und eventuell sogar TÜV drauf, dass wir nächstes Jahr auch mal in die City damit fahren können. Guckt euch dieses schöne Wetter an. Was gibt's Geileres, als durch den Herbst zu fahren? Nur im Hoodie. Ist das nicht geil, Freunde? Ja, es gibt auch noch ein paar andere Projekte. Das ist zu einem der M2. Da blende ich euch jetzt vielleicht mal ein paar Clips ein, weil ich habe ein bisschen was gefilmt. Eine kleine Bestandsaufnahme. Freunde! BMW M2 Competition. Hier werden wir auf jeden Fall einiges ändern. Er ist gerade noch relativ, sag mal, original. Wir haben das Einzige, was wir schon gemacht haben, ein bisschen Optik, ein paar Aufkleber gemacht, KW V3 verbaut, weil das Originale einfach, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, da war jedes Schlagloch, jede Bodenwelle hat so gescheppert. Es war einfach eine Katastrophe. Die Karre sieht einfach so geil aus. Ich weiß nicht, Freunde, hier sind viele dabei, die halt Moped und Bikes fahren, aber Alter, dieses Auto ist doch... Oh. Das Video soll einfach dazu dienen, wie schaut es jetzt aus und was machen wir über Winter. Hier soll auf jeden Fall ein schöner Diffusor hin. Er hat leider OPF, das heißt, soundtechnisch ist hier noch nicht so viel los. Das macht aber nichts, weil geplant ist, eine Akrapovic Slip-On-Anlage unten drunter zu legen. Das heißt, wir haben dann auch feinsten Sound. Hier ist halt eben die Frage, Lippe oder halt wirklich ein Flügel. Da muss man dann halt wirklich schauen, was besser aussieht. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so einen mega GT3 Flügel fühlt oder eher dezent bleiben wollt. Genau, Auspuffanlage und vielleicht passen dazu hier noch ein Diffusor hin mit diesen Flaps in der Mitte. Genau, ich mache jetzt nochmal einen fixen Soundcheck. Ich habe so Freude gefunden, im Videos zu produzieren. Einfach nur geil. Freunde, nutzt einfach jeden Tag, um das zu machen, worauf ihr Bock habt, auch wenn es so eine Stunde ist. Das Leben ist ernst genug. Und was ich auch noch loswerden muss, was so krass ist, Freunde, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Simpson-Szene ist quasi so gewachsen und dann mit einem Schlag einfach so einfach komplett durch die Decke gegangen. Und das merkt man auch jetzt immer noch, dass alles rund ums Moped, Tuning, meinen Scheiß, mit dem ich euch den ganzen Tag vollmülle, sei es auf Instagram oder YouTube, das hat einfach so eine Resonanz, das ist krank. Natürlich muss man sich halt auch ein bisschen weiterentwickeln. Ich kann nicht ausschließlich Simson bringen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, das wäre wirklich wichtig für mich, ob ihr auch Interesse habt an anderen Scheiß. Das eine oder andere Video von einem geilen Auto,
von dem M2. Mann, Supermoto-Video. Das Moped fühlt sich an wie, wie ein 50er nach dem 130er-Video. Oh, ist das geil. Und ich glaube, man merkt doch einfach an mir, dass ich einfach brutalste Freude habe in der ganzen Nummer. Das ist einfach geil. Man muss sich mal überlegen, ich fahre jetzt ungefähr eine 90 oder eine 100. Kann da zwar auch im Wheelie fahren, aber ihr müsst einfach überlegen, wie schnell die letzten Mopeds waren. Alter! Herbstwetter, blauer Himmel, gute Laune. Ich kann kein Video machen ohne eine Gymnastikübung. Es geht halt auch irgendwo nicht bei dem schönen Wetter. So, Freunde. Es ist zwar nicht am Anfang des Videos gewesen, aber ich gehe meiner Pflicht nach und wir müssen uns vor der Heimfahrt lockern. Letztes Mal war es der Purzelbaum. Sollen wir einen Kopfstand versuchen? Oh, fuck. Oh. Oh. Fuck. Meine Beine sind oben. Was er sich wohl gedacht hat vom Weiten, als ich hier einen Kopfstand gerade gemacht habe. Ich liebe es einfach. Ja, Freunde, dicker Kuss geht raus an euch. Ich hab so Bock, habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Freunde, ich habe die Supermoto vergessen. XC300 gibt es natürlich auch noch. Ich habe mich jetzt nicht lumpen lassen, mich nochmal hier aufs Bike zu schwingen. Und was haben wir bis jetzt? Wir haben bis jetzt, Moped wird zum TÜV-Moped. Das wird eine Videoreihe. Wir haben den BMW M2 Competition, wo wir ein bisschen basteln werden. Und natürlich auch noch die Supermoto, die ein paar neue Parts bekommt über den Winter. Alter, ist das schön. Ich muss wirklich sagen, ich habe schon ein paar Motorräder gehabt, aber das ist wirklich mit Abstand das wunderschönste Bike, was ich besitze. Und ich glaube tatsächlich, das ist wie so beim Moped. Ich verbinde mit dem Motorrad sehr viel und ich glaube, ich werde es nie verkaufen. Auch für eine Neuanschaffung nicht. Das ist einfach nur, ist einfach nur wunderschön. Ich möchte eine neue Auspuffbirne haben. Die hat schon ein bisschen was erlebt durch den Enduro-Einsatz und also vom Vorbesitzer. Ich möchte auf jeden Fall hier noch auf LED umrüsten. Ja genau, ein eigenes Dekor wäre vielleicht noch ganz cool, obwohl ich das Six Days Dekor mega feiere. Ja, ein paar Kleinigkeiten wieder. Neue Griffe, hier einen neuen Hebel. So ein bisschen was über die Saison halt ja, gelitten hat. Ja, das soll es soweit zur EXC gewesen sein. Ja, ich wollte die auf jeden Fall einfach noch zur Vollständigkeit mit ins Video bringen, deswegen, es hat mich gerade so getriggert, ich sitze da und ich sage, ich habe vergessen, die XC zu filmen. Vielleicht merkt ihr das, wenn es ein bisschen um Planung geht und um Projekte, da können wir nicht ganz so viel rumgeigeln wie sonst. Mich gibt es auch tatsächlich in seriöser Form, würde ich sagen. Danke für die ganze Liebe und haut rein, bis zum nächsten Mal. Dicker Kuss geht raus und ja.